Hallo und herzlich willkommen zurück zu Es backt und leckt und alles laut. Phasmophobia, mit dabei ist heute der Kali, der Thomas und der Chris. Also die Verdächtigen. Warum schaut sie eigentlich alle drei gleich aus? Ich habe einfach nur Skype gedrückt, dass ich reinkomme. Wir sind Drillinge. Also wie gesagt, das ist der Kalle, der Chris und der Thomas dabei. Die üblichen Verdächtigen. Das nächste. Das ist die normale. Ist die kleine die starke oder die große die starke? Ich habe auch gerade überlegt. Die kleine ist die starke. Die da. Ja, die okay. Schwarze da. So, das ist mit, ich nehm das mit. Die kleinen Taschenlampen stärkeren sind. Ja. Weil die großen sind die, die noch die Batterien brauchen. Das was oben steht auf dem Ding. Das könnten die Zwillinge sein. Wo bist du? In deiner Muschel. Wo Oha. Bist du? Der Thomas. Was? Wo bist du? Wo bist du denn? Wo bist du? Ich weiß. Da hinten ist eine Tür offen. Ja, muss ja die dummen Sprüche machen. Ich seh Orbs da. Ich seh Orbs bei mir. Wo bist du? Erstes Ding schon mal abgehakt. Orbs. Wo bist Orbs. Du? Orbs. Nicht Box. Orbs. Melde dich. So. Orbs. Ah, da ist die Tür offen. Da ist er drin. Ja, da sind Orbs. Das sind Orbs. Hinter dir, Michi, ist die Tür offen. Ja, und vor mir sind Orbs. Bist du? Hier ist ein Kanickel. Hier ist das Ouija Board. Wo bist du? Das ist ausgemacht. Ich hab's nicht ausgemacht. Doch, wo bist mehr. Du? Ah, jetzt geht's. Okay, geh mal. Du hast mir mein Spielzeug weggenommen. Also Orbs sind schon einmal. Da liegt der Hand durch. Habt ihr schon einen Strom angemacht? Nein. Nein. Wo bist du? Wo ist das überhaupt? Das ist eine gute Frage. Wo bist du? Antworte mir erst. Ich bin dein Meister. Das sind übrigens wieder neben der Tür in der blauen Schale, ne? Weil das Auto gleich. Ich bin dein Meister, antworte mir. Ja, die müssen deiner Tür sein, Chris, weil da sind Orbs drinnen. Da wo ich bin, müssen es drinnen sein, weil da sind Orbs. Auf der anderen Seite war offen. Ja. Da liegt die Puppe, ich hab die Puppe gefunden. Ah, nein, den Knochen gefunden, Entschuldigung, den Knochen. Da holt ein Ball bei mir. Ich muss eigentlich vor dem Strom, mach dir mal den Strom. Da holt ein Ball bei mir. Ich weiß, aber ist kein EMF. EMF sagt 0. Okay. Sie möchte doch nur mit dir spielen. Also Guys, also Beweis haben wir mal Orbs. Orbs ist einmal fix. Wo bist du? Ja, Temperatur können wir nicht so lange wie den Strom nicht finden. Hab ich eingeschaltet, den Strom. Das ist in Köln unten gewesen. Okay. Ja, dann leg dort Geisterbuch mal rein, da wo die Orbs waren, bitte. Hab ich schon eins, also es liegt draußen im Gang. Da direkt dort wo die Orbs waren. Also Geisterbox sagt auf jeden Fall nix. Geisterbox sagt nix? Na, aber zur Krieg. Ist so, immer wenn irgendjemand den... Jo, ho, wir trinken Bier. Hoch die Segel. Schreib in das Buch. Wo bist du? 1,0 ist das schon Gefrier, nein, gell? Na. Was? Nein, Gefrier muss minus sein. 0,1 habe ich gerade gehabt. 0,1? Okay, das könnte man schon als Gefrieren. Wo bist du? Ich weiß nicht. Wo bist du? Ist das schon Gefrier oder lass man es lieber noch? Wo bist du? Er muss da irgendwo sein. Weiß ich nicht.
Warte, mach mal die Tür zu. Legen Fingerabdrücke und so. 3, 3, 3, Boys Bedroom. 3. Der Gast ist im Boys Bedroom. Oh. Scheiße. Er kommt. Kalle, lebst du noch? Kalle ist bei mir. Okay, dann lebt noch jeder. Sind alle am Leben? Am O2-Board habe ich nur gehört, Boys Bedroom. Da ist er gekommen. Ja, ich habe 1,1 und so. Beim Ding. 1,1 ist noch nicht gefrier. Soll man nicht mal eine Kamera in dieses Bedroom Ich glaub schon. Kannst du gegen geduckt laufen? Leben noch alle? Ja. Oh. Kamera noch in den Raum rein. Ich hatte gerade was in der Hand. Da macht er auf einmal die Tür zu. Was das noch nicht war? Ist, du kannst laufen. Wie laufen? Na, springt einmal. Geduckt. Also Fingerabdrücke hatte ich bis jetzt noch keine.
Er hat ja immer die Tür aufgemacht, aber Fingerabdruck hat er keine hinterlassen. Thomas, hast du jetzt die Kamera eigentlich? Wie ist das eigentlich mit dem Dots-Projektor? Muss der nicht auch auf dem Dots sitzen? Liegt schon dort. Auf der Kamera ist ja ein Wortwitz drauf. Ich hab da. Parasonic. Wegen paranormaler Aktivitäten. Und die nimmt den 4K auf, Chris! Meine Taschenlampe Scheiße! Meine Taschenlampe aus Versehen weg. Leuchte mal, ich tue deine Taschenlampe. Weg ist die aus Versehen. Ich sehe aber nicht so eine. Das Projekt ist, glaube ich, auch nicht. Weil sonst hätte er schon längst was aufgenommen. Keine Darling, hier liegt keine Taschenlampe. Ah doch, hab sie schon. Schon gefunden. Also das ist nicht. Also ich habe jetzt noch eine Kamera mit. Warum ist die Tür zu? Gute Frage. Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Jagd uns. Das auf jeden Fall, ne? 1,7. Thomas und der Chris. Was, Thomas und Chris ist tot? Da liegt einer und der Thomas liegt vorne, der Chris liegt gleich vorne. Geh schleich dich, wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Eingesperrt. Achso? Können nicht raus, ja? Ich höre was. Psst. Ich habe was gehört. Psst. Ja.
Ja, ich weiß, Chris oder Thomas, das Projekt ist angegangen, aber das hilft mir nicht so viel. Ja, der DOS-Projekt ist. Ich hab's gerade gesehen, ich hab's gerade gesehen. Es geht aber nicht höher als EMF4. Was, warum ist das so genau? In der Ecke, uns wirklich gesehen. Ja, weißt du, warum ich sich rausgefunden habe? Weil er unsichtbar dahergegangen ist. Ja, er ist unsichtbar gewesen, bei mir auch. Beim Thomas auch. Ich bin ja noch getäuscht. Thomas sagte, mich verfolgt, ich sehe keinen Schwein, auf einmal stirbt er. Ja, aber G4-Temperatur war es nicht. Geisterbox war es auch nicht. Es kann nur Reitschuss sein. Buch war es auch nicht. Fingerabdrücke haben wir nicht. Gefrier hatten wir nicht. Ja, bleibt nur Raichu. Es bleibt nur Raichu. Wenn der Kalle rauskommt, dann ist Raichu. Ja, wir brauchen aber erst einen Pikachu. Also ich bin mir sicher, dass es ein Raichu ist. Jo. Also aber jetzt stirbt Kali wahrscheinlich. Ne, ist er draußen oder drinnen? Ne, ist er draußen oder drinnen? Da steht der Kali oder? Das ist der Christoph vor mir. Nein, der was da steht, ist der Kali. Weißt du, ich finde es so lustig, dass alle drei gleich aus. Nein, es soll einfach irgendwas eingeben. Ich bin mir sicher, dass das Reitschuss ist. Es soll auf jeden Fall nicht mehr reingehen. Vor allem diese Papiermaske hier. Du hast drei Augen. Du hast vergammelte Zähne. Du hast drei Augen. Und ja, was ist? Blut ist aus den Augen. Ja, sind aus der Nase. Ja, was ist das da rechts oben? Das ist sonst die Kamera, die Kopfkamera. Ach so, du schaust so aus den drei Augen. Jetzt reicht es. Drei Augen. So, was sagt der Kalle? Ich bin gespannt. Ist die Kopfkamera noch auf? Ja. Ja. Was ist das denn? Ich hab sie mit ins Reich des Todes genommen. Das schaut doch komisch aus. Ich schaut so aus, als hätte es so drei Augen. Wenn ich es bloß sehen könnte, ey. Ja, wenn das andere ist, dann ist es ja. Schaut behindert aus. Du musst aber in Chris eine Maske vorstellen. Nur mit der Kopfkamera. Drei Augen. Ich schau so behindert aus. Das ist alles wirklich alles bei dir. Und du hast einen gebrochenen Schädel, Mann. Ich glaube schon, dass das auch ein Reitschuh ist, weil er wird bei elektrischen Geräten in der Nähe schneller. Und er zieht den Strom. Oh. Kein Wunder, wir sind reich. Aber ich weiß nicht, warum er jetzt zu mir gekommen ist. Das verstehe ich. Dass du scheiße gestorben bist. Ja, okay. Der hat den Tier gestorben, weil er direkt neben mir gespawnt ist. Ich hab da nicht zugeschaut. Du bist neben der Tier in der Ecke gestanden, wo man die sofort sieht. Aber in Kali, das hat den nicht gesehen, das hat mich auch ein bisschen gewundert. Schon noch komisch. Na, gib was ein, Kalle. Nein, er braucht 10 Jahre. Vor allem, das ist noch lustig, die Sanity-Tabletten. Weißt, du kaufst da eine Tablettenbox, ja, und hast nur drei Pillen drin. Naja. Kalle, gib was ein und fahr los. Zack, zack. Wollte ich, will ich auch, aber. Nicht im Discord. Das macht man nicht. Er muss doch irgendwie mal hier hin machen, deswegen habe ich nur gesagt, er soll mal was eingeben. Ja, aber das macht man normalerweise nicht. Ihr wisst jetzt hier noch 20 Minuten warten, bis du endlich was eingibst? Ja, wir sind 20 Minuten drin. Also?
Kein Stress auf der Titanic, die geht sowieso unter. Nein. Verdammte Menü will mich nicht. Ich will losfahren. Eigentlich im Arsch. Aber sag ich nicht, welcher Gast. Aber sag ich nicht, welcher Gast. Nein, ich hab nur gesagt, dass es so eingeben. Du wüsstest, welche Gas es ist. Sicher? Oh, ich bin mir ziemlich sicher, dass es reich ist. Also Pikachu. Jumanta! Moment. Na, was braucht denn der Reitschuh sonst? EME5. Hätte ich was mal brauchen. EME5. Es war sicher EME5. Und? Die Schlacht. Du hast es aber gesagt, du hast auch rein schon gesagt. Geschlechtlich, es war ein Bändchen. Und Karl ist einfach rausgegangen, so lang. Ja, weil er auch gerufen worden ist. Achso. Also hast du hast gehört, dass das, das Leuten. Ja, ich sag mal auf. Oder machen wir jetzt noch weiter mit der Folge? Ja, können wir doch noch eine Runde machen. Eine Runde machen wir noch, ja? Ja, ja. Machen wir noch eine. Welche nehmen wir? Ich tue erstmal anderes Aussehen hier. Nee. So. Ich pack das überhaupt nicht so sehr einfach aus. Nee. Hey, jetzt siehst du mit dem Michi gleich aus. Oh, jetzt sind Michi eine Frau. Ja. Na dann, geht's schon. Los geht's. Mag ich. Das ist. Ja, wer schreibt denn? Ja, Wahnsinn. Oh nee, nicht die... Gerade die heftigste Map spielen wir. So. Darf ich dich jetzt eigentlich auch Christina nennen? Wo bist du? Oh nein, da hast du mir den Campingplatz genommen. Du Verrückter. Wo bist du? Wo bist du? Achso, jetzt sind wir ja keine Geister, genau, es regnet, oder? Wo bist du? Warum regnet es schon wieder, Scheißwetter? Wo bist du? Letztes Mal sind wir doch hier verreckt. Ja. Also ich bin ganz nass. Geh mal nach Hause. Wo bist du? Vor allem, wir haben nie den Knochen gefunden hier, ne? Na. Ich glaub, der ist im Haus. Aber wo ist der Schlüssel für das Haus? Das weiß ich nicht. Wo bist du? Tot. Du so viel Scheiße, wenn man dummer was ist nicht. Eher so, was bist du, nicht wo bist du? Wie schmeckst du? Lecker. Lecker. Kann man sich doch machen, okay? Das ist mit ganz viel Sahne und einer Kirsche oben drauf. Oh, das war gerade geleckt. Dann ist er vielleicht sogar gespawnt. Ich mag diese Map nicht. Hier ist halt auch nichts.
Also machbar ist sicher, aber... Hauptsache, hier ist noch eine Zahnbürste. Aber der Schlüssel verstehe ich nicht. Wo ist der Schatzschlüssel? Ja, wollte noch überhaupt eine DFC für das nächste. Na, oh, ich glaube schon. Also, du musst das ganz über reingehen. Hey, ist der Knochen! So ganz offensichtlich. Aber kann ich nicht nehmen. Oh, ja, ist schon. Ich sehe irgendwas, ich sehe sonst nichts. Hey, die Dusche ist aufgetaucht, oder? Wo bist du? Da ist die Dusche aufgetaucht. Haben wir jetzt wieder einen Toilettengeist? Anscheinend, ein Duschgeist. Also Orb sehe ich keiner. Aber ich weiß gar nicht, wie das bei Regen ist. Ich auch nicht. Das tut auf jeden Fall Audiosensor beeinflussen, das weiß ich. Wo bist du? Vielleicht kommt ja hier eine dicke, fette Kreatur aus dem Wald und frisst es auf. Ich kenne mich bei der Map nicht aus. Ja, nicht, komm ich mal trainieren. Wo ist der Schlüssel? Warum ich immer noch was aus dem Geblubber da vorne ist mit der Maske eigentlich? Das war's nicht. Vielleicht ist es eine Anspielung auf Freitag den 13. Also der Regen, da geht man auf den Hintern wirklich. Schraubenschlüssel. Machen wir den Schlüssel finden. Wo ist denn der Anfang von den Scheiß da? Warte, wo geht... Hä? Der liegt unter dem Mann, Mr. Green. Wo seid ihr? Im Haus, ist ein Dreh im Haus. Der Schlüssel liegt unter dem Mann. Geh schleicht dich. Geh schleicht dich. Unter der Fußmatte. So offensichtlich, dass man nicht drauf kommt. So, ist der Geist da drin vielleicht? Ich weiß nicht, ob die Box weg hat. Die liegt vor dem Haus. Das ist jetzt viel weiter, wo ich da gehe. Aber schaut nicht so aus. Okay, ja, aber... Hier ist aber nichts, das ist die Sache. Ja, da ist nix. Da ist außer nix. Wir kommen einmal im Kreis und wir sind unter der Fußmatte geschleicht. Ist okay. Die Frage ist, zählt die Temperatur hier draußen eigentlich auch oder nicht? Keine Ahnung.
Lichter angemacht bei diesem Zelt hier? Ja. Jetzt sagen wir doch, wo es bist. Das gibt's ja nicht. Sei freundlich. Die Map ist so verwirrend. Es ist aber komisch, dass der Geist nicht antwortet. Wo bist du? Der ist sicher am Häusl. Am Ende ist die Toilette eigentlich. Beleg dich. Wo bist du? Na, ich nehme alles auf. Warte, ich trimme das alles dann wieder ab. Du bist hey, da liegt einer. Ich hab gesehen, wie er die Tür zugehört hat, also ganz leicht zugemacht hat, aber ich guck da schon. Gibt es. Nein, das war eine Fahrfahrer. Wie er da liegt jetzt hat. Da wo er fahren fahre, man kann nicht fahren. Und noch erlebt. Hä, du seid jetzt zwei denn so schnell gestorben? Hab dich doch weggelockt. Nein, ich war neben dir, weiter in der Ecke. Hab hinter das Gebüsch gehabt, hab mir Stiebe im Gebüsch drin. Obwohl er hinter mir hinterher gerannt ist. Ja, anscheinend war mein Licht da, obwohl ich alles angeschaut hab. Gut, dann hören wir auf mit dem Video, bevor. Würde ich sagen, dann war's das damit. Bis zum nächsten Mal. Bis bald und ciao.